90 Jahre Landwirtschaftskammer Niederösterreich bis heute. Die hohe Lebensqualität in Niederösterreich ist untrennbar mit der hochwertigen Arbeit unserer Land- und Forstwirtschaft verbunden. Unsere Bäuerinnen und Bauern versorgen uns mit besten Lebensmitteln und machen unser Land lebenswert. Seit 1922 organisieren sie sich aus eigener Kraft in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Wie kaum einen anderen Wirtschaftssektor haben Technologie, Märkte und Politik unsere Land- und Forstwirtschaft in den vergangenen 9 Jahrzehnten verändert. Beständiger und starker Partner bei diesem Wandel ist seit jeher die Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Die aktuelle Aufgabe des Staates ist eine strikte Budgetsanierung. Das trifft auch die Land- und Forstwirtschaft. Unsere Bäuerinnen und Bauern konnten zuletzt wieder bessere Preise erzielen. Gleichzeitig müssen sie mit stärkeren Schwankungen zurande kommen. Aktuell sind die Preiserwartungen aber bei vielen landwirtschaftlichen Produkten gedämpft. Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer deutlicher spürbar. Gerade die Land- und Forstwirtschaft mit ihrer Werkstätte unter freiem Himmel ist massiv betroffen. Die Einstellung der Gesellschaft wird verstärkt von romantischen Bildern in Werbung und populistischen Nachrichten in Medien beeinflusst. Immer mehr Menschen haben immer weniger direkten Kontakt zur echten Landwirtschaft. Bilden, beraten, fördern, vertreten. Das sind und bleiben die Kernaufgaben der Kammer. Unsere Kammer steht für den Schutz von Grund und Boden. Mit der Reform der Einheitswerte, die Neufeststellung ist gerade voll im Gange, konnte ein praxistaugliches System für die Zukunft gesichert werden. Die Landwirtschaftskammer ist Garant dafür, dass alle verfügbaren EU-Gelder auf den niederösterreichischen Höfen ankommen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind Europameister, was die hohe Qualität bei der Abwicklung der GAP-Zahlungen anbelangt. Ob bei der einheitlichen Betriebsprämie, beim Ö-Pool oder der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete. Sanktionen sind bei uns die Ausnahme. Als zentrales Element für zukunftsfitte Betriebe haben wir die Investitions- und Jungübernehmerförderung deutlich ausgebaut. Bald tritt ein neues EU-Programm in Kraft. Intensive Verhandlungen gehen zu Ende. Viele haben mitgeredet. Die Mittel wurden gekürzt. Neue Maßnahmen lösen alte ab. Aber eines ist sicher: Die Kammer mit ihren 21 Bezirksbauernkammern hilft dabei, das Mögliche bestmöglich auszuschöpfen. Während andere jammern, stehen wir auch in der neuen Periode für Planbarkeit und Sicherheit. Gut vertreten und das mit Recht. Wenn es um rechtliche Fragen geht, ist die Kammer erste Ansprechpartnerin. Seit 2010 haben wir rund 17.000 Landwirte beraten und vor Gericht vertreten, bei Grundverkehrsfragen geholfen, Flurschäden bewertet und uns bei der Erstellung und Änderung von Gesetzen eingebracht. Mit einem Netzwerk von mehr als 50 agrarischen Verbänden, Vereinen und Organisationen führen wir vielfältigste Anliegen zusammen und bündeln sie zu einer gemeinsamen Stimme. Gleichzeitig haben wir die Zusammenarbeit mit Vermarktungsorganisationen intensiviert. Die Anforderungen in der Betriebsführung steigen laufend. Deshalb fördern unsere Bildungs- und Beratungsangebote Qualitätsfortschritt und unternehmerisches Denken. Unsere Beratung haben wir kundenorientiert weiterentwickelt. Wir sind Problemlöser für allgemeine und spezielle Fragen. Unsere Mitglieder können derzeit aus rund 150 Beratungsangeboten wählen. Wir unterstützen unsere Betriebe bei generellen strategischen Entscheidungen, wie zum Beispiel bei der Umstellung der Produktionsweise auf Bio oder beim Einstieg in neue Produktionsfelder. Bildung und Weiterbildung können durch nichts ersetzt werden. Jedes Jahr bilden wir ca. 120 neue Meister und 1300 Facharbeiter aus. Und das ist gut so, denn Bildung ist ein entscheidender Faktor für den Betriebserfolg. Im Jahr 2013 wurden pro Betrieb durchschnittlich 15 Stunden pro Jahr in rund 4000 Veranstaltungen und Kursen für Weiterbildung investiert. Wo lernt man gegenseitig von den Besten, um gemeinsam noch besser zu werden? In unseren Kammerarbeitskreisen, mit Erfahrungsaustausch und intensiver Begleitung. In Niederösterreich nehmen knapp 1000 Betriebe bei 67 Arbeitskreisen in 8 Fachgebieten teil.
Wir haben unsere Öffentlichkeitsarbeit und den Dialog mit der Gesellschaft intensiviert. Mit unserer jährlichen Kampagne Unsere Landwirtschaft in TV, Radio, Internet und auf Großflächenplakaten. Die Facebook-Seite lädt zum Mitmachen ein. Durch Kooperationen mit Publikumsmedien. Mit einer speziellen Website für Konsumenten. Durch die Weiterentwicklung des Projekts Schule am Bauernhof. Mit den Urgut-Kochseminaren. Mit den Bäuerinnen-Aktionstagen oder der Aktion Landwirtschaft begreifen der Landjugend. Und vielem mehr. Es ist viel passiert in den vergangenen 5 Jahren. Nicht alle Situationen waren einfach. Nicht jede Verhandlung hat den 100-prozentigen Erfolg gebracht. Doch vieles ist gelungen. Gutes ist verbessert worden und Neues ist entstanden. Mit dem Zukunftsbild Landwirtschaft hat die Kammer eine Vision für die kommenden Jahre entworfen. Jetzt geht's darum, dieses Zukunftsbild aktiv in die Tat umzusetzen. Daher haben wir im Frühjahr gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern Ideen und Maßnahmen gesammelt. Denn der beste Weg, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie gemeinsam zu gestalten.